Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Liebe Schwestern und Brüder, begrüße Sie alle herzlich zu unserem Gottesdienst am Hochfest der Allerheiligen. Wir schauen auf die vielen Frauen und Männer, Kinder und Jugendlichen, die das Ziel ihres Lebens erreicht haben und nun leben in der Ewigkeit Gottes. Auf ihre Fürsprache bitten wir unseren Herrn und seinen Beistand und Erbarmen. Einmal im Jahr gedenken die katholischen Christen am 1. November aller Heiligen, aller Menschen, die in ihrem Leben viel Gutes getan haben und als Vorbild gelten. Zum Vorabend von Allerheiligen, auf Englisch All Hallows Evening, sind in Castrop-Rauxel einige Vorgärten besonders geschmückt. Jedoch sehen sie gar nicht christlich aus. All Hallows Evening oder kurz Halloween ist für einige Castrop-Rauxeler der Anlass, auf ihren Grundstücken ein Gruselkabinett zu installieren und dabei ihren Fantasien und ihrer Kreativität mit diversen Darstellungen und Lichtspielen freien Lauf zu lassen. Familie Schink, auf der Recklinghauser Straße 39, schmückt schon seit 2013 ihren Vorgarten im Oktober mit diversen Gruselexponaten. Dabei werden Sonja und Andreas Schink von ihrer Tochter Darlene und den Freunden Tanja und Andreas sowie den 4 Conti-Terriern unterstützt. Wir sind vor 10 Jahren hier eingezogen, da waren wir noch im Umzug und dann haben wir einfach mal vor Halloween so ein paar Grabkerzen hingestellt mit 2 so Figuren, die ein bisschen gezappelt haben. Und an dem Tag kamen schon so viele Kinder, ja, und dann wurde das jedes Jahr eigentlich immer ein bisschen mehr. Und jetzt sind wir hier gelandet, wo wir stehen. Ohne Helfer wird es natürlich hier nicht klappen, ne, da wir auch noch dann unsere Gespenster brauchen für Halloween, die ein bisschen erschrecken. Ja, Familie und Freunde, Bekannte helfen alle mit. Halloween bedeutet für uns eigentlich, einen schönen Tag zu verbringen mit den Kindern und den Erwachsenen, die daran Spaß haben. Dass der eine Tag im Jahr wenigstens mal nicht so trist ist. Wir haben das ja eigentlich immer hier umsonst alles gemacht, oder ist es ja immer noch. Und dann haben die meisten Leute uns einfach immer Geld in die Hand gedrückt für den Aufwand. Ja, und das habe ich dann halt dann gesammelt und nachher dann immer an so kleine Vereine oder so gespendet. Die letzte Spende, das war vor 2 Jahren, wo wir das ja, glaube ich, hier richtig gemacht haben, das ging an den Integrativspielplatz hier in Deininghausen, der da gebaut wurde. Wir machen meistens nach Halloween immer einen Aufruf und dann schreiben mir halt die Leute, das Geld soll auch schon hier in Castrop oder in der Nähe bleiben. Und dann entscheide ich dann, gucken wir das vorher an, was die unterstützen und dann splitte ich meistens den Betrag und dann spende ich halt dahin. Meistens dann immer für Tiere auch natürlich mit, Kinder, Obdachlose. Das entscheide ich dann spontan. Zwei Nachbarn haben in ihren Vorgärten auf der Querstraße einen Grusel-OP eingerichtet. Also angefangen habe ich, dass ich drin Halloween-Partys veranstaltet habe, die aber immer weniger besucht waren oder die Stimmung kam nicht so richtig auf. Außerdem war es ziemlich nervig, diese Spinnennetze aus der Wohnung wieder rauszubekommen. Und dann habe ich angefangen, das vor die Tür zu verlagern und nun habe meine ganzen Deko-Plünden rausgeholt und bis abends dekoriert. Und dann hat die Christina oben aus dem Fenster geguckt und hat gesagt, ey, das will ich auch. Und seitdem machen wir es zusammen und sind da ein eingespieltes Team geworden und kaufen Deko und bereiten zusammen vor, sodass die Vorgärten jetzt so aussehen, wie sie aussehen. Die Kinder finden das an sich ganz gut. Die Große, ja, sag ich mal, die ist so eine Pubertät. Ja, ich finde das ein bisschen peinlich, sag ich mal so, ne? Die Kleine, die fängt schon im Sommer an zu fragen, wann endlich wieder Halloween ist. Letztes Jahr war es sogar so, dass sie dann tatsächlich ihre alten Kuscheltiere geopfert hat, ihre Barbies, die sie nicht mehr braucht zum Spielen. Hat dann angefangen, dass wir die Köpfe mit ihr zusammen abgeschnitten haben, Blut drauf verteilt haben. Also sie findet das wirklich, die hat da richtig Spaß dran. Die findet das genial, ne? Also letztes Jahr hatten wir das Thema Zirkus und das war recht bunt und dadurch uns nicht gruselig genug. Deswegen musste dieses Jahr auch nochmal ein neues Thema her, obwohl wir jedes Jahr wechseln. Und dieses Jahr haben wir uns dann für Krankenhaus und Psychiatrie entschieden, weil das auf den weißen Kitteln mit dem Kunstblut immer sehr gruselig rüberkommt.
Genau. Und so passiert das halt auch, dass ich schon im Juni oder Juli mit Spraydosen bewaffnet im Garten stehe oder Dämmschaum und irgendwas bastel und meine Nachbarn damit nerve. Ja, die Laura macht das tatsächlich alleine. Sie zeigt mir dann immer, was sie da so da macht, aber dafür fehlt mir einfach die Kreativität. Wir haben tatsächlich einen guten Rückhalt der Nachbarschaft und freuen uns immer, dass das so gut ankommt. Hier stehen tatsächlich immer viele Kinder und auch Erwachsene. Letztes Jahr und auch dieses Jahr haben wir schon Fanpost bekommen von kleinen und großen Anwohnern, denen das so gut gefällt und sie bitten, dass wir auf jeden Fall noch jahrelang weitermachen. Ja, am 31. dann fangen wir dann an, dann bauen wir vor unserer Garage dann immer ein Pavillon auf und laden die Nachbarn ein, so quasi als Dankeschön, dass sie das mitgemacht haben, dass hier so viel Trubel immer ist. Und da freuen wir uns eigentlich jedes Jahr schon drauf, ne? Ist immer eine nette Runde, macht Spaß und hält auch so zusammen. Seit einem Jahr dabei sind Melanie und Michael Richter auf der Eckener Straße 50. Ja, Halloween hat bei uns angefangen mit unseren Kindern. Als sie in den Kindergarten gekommen sind, natürlich haben die da Halloween-Partys gefeiert. Und wir waren bei uns in der Gaststätte, da wurde Kinder-Halloween gemacht. Und es war immer sehr schön gewesen. Dann haben wir halt angefangen ein bisschen mit Kürbis, erstmal mit Teelichter. Und dann wurde das halt von Jahr zu Jahr ein bisschen mehr. Ja, und letztes Jahr haben wir erst mal ein bisschen groß aufgezogen. Wir wurden von der Nachbarschaft angesprochen, ob wir nicht Spenden haben möchten für unsere Stromkosten. Und da haben wir uns gedacht, wir sammeln ja keine Spenden für unsere Stromkosten. Wir machen das, weil wir Spaß und Freude dran haben und auch anderen Kindern eine Freude machen möchten. Und dann haben wir uns überlegt, dass wir das machen, dass wir Spenden sammeln, und zwar für die Dattelner Kinderklinik, für die Palliativstation. Ja, unsere Nachbarn machen auch mit. Ich habe alle angesteckt. Dieses Jahr haben wir uns überlegt, für zwei Stationen zu spenden, und zwar für die Onkologie-Krebsstation der Dattelner Kinderklinik und für die Auffangstation der Dattelner Kinderklinik. Andreas Buchwald tüftelt aus und baut sein Gruselspektakel auf der Waldenburger Straße 200. Angetrieben durch Scheibenwischermotoren scheinen Geister durch die Luft zu schweben. Mit Lichtprojektionen werden Kürbisse und Geister zum Sprechen und Singen animiert. Ja, das ist mein Halloween-Haus. Angefangen hat alles mal vor bestimmt schon 10, 15 Jahren. Ich habe immer gerne mich verkleidet, in der Europahalle sind wir gegangen. Und das hat mir immer so gut gefallen, dass ich irgendwann halt ein Eigentum dann gekauft hatte. Und dann kam es halt dazu, dass wir das Haus angefangen haben zu dekorieren. Wir fingen ganz klein an und dann wurde es halt von Jahr zu Jahr immer mehr. Und der Anklang, der war halt super. Und dann haben mich auch viele Leute dann hier auch im ersten Jahr vor Ort angesprochen, ob ich nicht mal die Idee hätte, eine Spendenbox aufzustellen. Ich kam mir dann erst ein bisschen blöd dabei vor. Und dann im Nachhinein, natürlich ist das alles sehr teuer, was hier steht. Alleine schon die ganzen Beamer, dann wenn jeder mal noch so einen kleinen Taler über hat dafür, um halt auch neue Ideen halt zu verwirklichen. Das ist mein Ziel halt damit, indem wir halt einfach so, dass ich für mich halt sammle. So, ich habe mich mal ein bisschen schicker gemacht für euch. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich mache das jetzt seit mittlerweile 4 Jahren oder im 4. Jahr. Die Leute, die feiern das Haus, die Kinder strahlen die Augen. Das ist einfach super, das alles zu erkennen, zu sehen. Diese Geistervertreibung, dadurch mit den Süßigkeiten das zu schenken. Ich finde, Halloween ist einfach was Besonderes. Karneval ist mehr so mit Jecken und lustiger Verkleidung. Und das hier ist halt so dieses Gruselige. Und das kriegt man ja sonst auch nicht. Und das hat man einmal im Jahr am 31.10. Und das ist das, was das halt ausmacht. Oh mein Gott.
Lieber nicht. Doch was ist der Ursprung für diese Gruselgärten? In vorchristlicher Zeit begingen die Kelten am Abend des 31. Oktober und dem darauf folgenden Tag, Samhain, eines ihrer wichtigsten Feste. Das gälisch ausgesprochene Samhain wird Samhain geschrieben. Sie feierten ihre eingebrachte Ernte, den Beginn der kalten Jahreszeit und, nach keltischem Kalender, den Start in ein neues Jahr. Druiden entzündeten große, weithin sichtbare Freudenfeuer. Die Kelten glaubten, dass an diesem Abend sowohl Elfen als auch die Toten aus der anderen Welt in unsere zurückkommen, um ihre Verwandten zu besuchen. Die Feuer dienten der Kontaktaufnahme. Mit Rübenlaternen und Kerzenlichtern wiesen die Kelten den Geistern der Verstorbenen den Weg. Das eigene Haus wurde mit Symbolen dekoriert und eine Kerze ins Fenster gestellt. Unverheiratete Mädchen schälten bei Kerzenlicht vor einem Spiegel einen Apfel und aßen ihn. Man glaubte, dass sich bei diesem Samhain-Ritual sich der zukünftige Ehemann im Spiegel zeigen würde. Samhain ist aber nicht nur mit dem Erntedankfest und Silvester, sondern durch das Gedenken an die Toten auch mit dem heutigen katholischen Fest aller Seelen vergleichbar. Im Mittelalter wurde diese heidnische Tradition von Papst Gregor IV. Christianisiert. Er verschob im Jahre 837 das christliche Fest aller Heiligen vom 13. Mai auf den 1. November. Dadurch konnten auch die Christen das heidnische Fest feiern, ohne zu sündigen. Mit der Zeit entstand der Mythos von dem trunksüchtigen Hufschmied Jack Oldfield, der zunächst dem Teufel seine Seele versprochen und ihm diese dann geschickt durch ein christliches Kreuz vorenthalten hat. Nach seinem Tode wurde Jack dann weder im Himmel noch in der Hölle aufgenommen. Seine Seele war dazu verdammt, als Jack O'Lantern mit einem Rübenlicht auf der Suche nach einer Bleibe bis zum jüngsten Gericht umherzuirren. Das Licht seiner Laterne wurde durch ein Kohlenstück aus der Hölle gespeist. Schleichend verkehrte sich das bisherige Brauchtum in Irland ins Gegenteil. Die weiße Frau, Schutzgöttin Banshee, wurde zur Todesfee. Die Iren fürchteten nunmehr eher unheilbringende böse Geister. Sie glaubten, dass diese auch aus den Gräbern stiegen, um einen der ihren in die andere Welt mitzunehmen. Nun galt es sich schauererregend zu verkleiden. Die bösen Geister sollten annehmen, sie stünden selber bösen Geistern gegenüber. Es wurden Fratzen in die Rübenlichter geschnitzt. Die unheimlichen Wesen sollten abgeschreckt und glauben gemacht werden, dass in dem Hause schon eine verdammte Seele eingezogen sei. Das Vieh, welches den Winter nicht überstehen würde, wurde geschlachtet und als Opfer dargebracht, um die Geister zu besänftigen und dann noch als Essensvorrat zu dienen. Aufgrund anhaltend schlechter Ernten wanderten viele Iren im 19. Jahrhundert nach Amerika aus. Sie führten ihr Brauchtum, sich in der Nacht vor Allerheiligen zu verkleiden, um Hexen und Geister zu vertreiben, in Amerika ein. Wo es keine Rüben gab, gab es immerhin Kürbisse, die man mit Fratzen versehen konnte. Und sich als Hexe, Gespenst oder Geist zu verkleiden, um als solche nicht von diesen erkannt zu werden, das war einfach absolut trendy, denn in Amerika kannte man ansonsten keinen Karneval. Betteln die Kinder hierzulande am Rosenmontag. Ich bin ein kleiner König, gib mir nicht zu wenig, gehen die Kleinen in Amerika zu Halloween, mit der Drohung, Süßes oder Saures, wesentlich rabiater zur Sache. Das Gruselereignis um Halloween liefert seit Jahren die Grundlage für Geschichten, die in Hollywood verfilmt werden. Im Jahre 1978 wurde der erste Halloween-Streifen, Die Nacht des Grauens, produziert. Und dann schwappte das Brauchtum, sich am Abend zu Allerheiligen als Hexe, Geist, Skelett oder Zombie zu verkleiden und seine Umgebung entsprechend gruselig zu dekorieren, wie eine Welle nach Europa zurück. Und damit nach Castrop-Rauxel.
Die Kostüme sollen möglichst unheimlich und furchteinflößend sein. Mit Halloween-Partys lassen die Castrop-Rauxeler den Oktober ausklingen. Ist doch klar, wer will schon bis zum 11. November auf den Karneval warten? Die heute hier? Weil es hier Bratwurst, Sekt und Süßigkeiten gibt. Und Bier. Was ist für euch Halloween? Hier sein und kleine Kinder erschrecken. Hey! Kann ich nicht schrecken? Was erwartet ihr von der diesjährigen Veranstaltung? Also wir haben dieses Jahr halt das so veranlasst, dass wir halt Spenden sammeln für die Detmer Kinderklinik. Und wir hoffen halt, dass wir sehr viel zusammenbekommen werden. Das besondere Schöne an Halloween finden wir, ist wirklich, dass die Kinder kommen, sich freuen. Tschüss! So, jetzt. Und ich habe drei kleine Deppen, die heute ein bisschen Spaß haben wollten. Und wir hatten das jetzt bei Facebook gelesen, dass heute hier das Gruselhaus wieder ist wie jedes Jahr. Was ist für Sie Halloween? Süßigkeiten auf jeden Fall gut sammeln, ein bisschen Grusel und viel Spaß. Familie Richter und Familie Schink sammeln mit ihren Halloween-Aktionen für einen guten Zweck. Und für Bedürftige zu sammeln und diese zu unterstützen, das ist wiederum christlich. Mit einem Geisterjäger geht es zu Fuß durch das Gruselzelt. Es gilt, die fünfte Regel zu beherzigen. Gehe niemals allein. Damit sollte keine Person zu Halloween zu Schaden kommt.